Ich glaube, da hinten in der Höhle sind diese zwei Pateop und Nolpe. Auch gerade nicht zu Hause. Also die Spieler sind hier ganz fleißig am Questen. Sehr schön. Gab ja schon ganz andere Zeiten. Da hatte man das Gefühl, man ist in einem Solospiel, weil man überhaupt niemandem begegnet ist. Aber jetzt haben sie einige Server wieder zusammengeworfen. Und dadurch ist es ziemlich voll geworden. Sieht auch wieder mehr von der Gegenfraktion. Selbst in den Gebieten, die in niedrige, also die niedrigeren Gebiete halt, selbst dort, wenn man dort questet, trifft man doch einige inzwischen wieder. Das ist schön. Es war nicht so schön, wenn man irgendwas versucht zu farmen, weil es nicht so oft da ist, eben wie Ras oder so. Aber ich denke mal, ein Tod muss er sterben. Entweder ein paar Leute, die man trifft, oder Einsamkeit. So, da vorne. Ups. Was liegt denn da? Jetzt machen wir erstmal die Sirene. Ach, das wird der Roboter sein. Genau. Dann haben wir ja alle verlorenen Sachen gefunden. Oh. Eigentlich müsste er kaputt sein, denke ich. Oh, der sieht ja süß aus. Wenn der da im Wasser ist. Und schimmernder Seetang. Zwischen den mit den Wellen auf- und abtanzenden Treibgut fällt euch ein metallisches Glänzen ins Auge. Ihr wühlt im dichten Seetang und entdeckt ein einfaches, aber stabiles Medaillon. Als ihr es öffnet, entdeckt ihr die Zeichnung einer Frau mit feuerroten Haaren. Ihr Arm ruht auf der Schulter einer Frau mit kurzem rotbraunem Haar und die beiden lächeln den Künstler warmherzig an. Ach, die Zette hätte nicht gedacht, dass sie ihr Medaillon wiederkriegt. So, jetzt fehlt uns noch eine Sirene und ein Lauraschwanz. Da ist die Sirene. So, die Laura. Jetzt wieder eher in diese Richtung. Da hinten sind welche. Der war gerade noch mit seinem Futter beschäftigt. Aber ich konnte ihn überzeugen. Ja, das hat mir auch geschafft. Dann darf der andere Laura weiterleben. So. Dann wieder zurück. Na, hätte ich vielleicht besser meinen Wasserläufer genommen. Mal schauen. Aber ich glaube, das Wasser ist hier relativ seicht. Da geht das. Wo muss ich eigentlich hin? Ich glaube, da durch. Noch ein bisschen Leder mitnehmen. Kann ich nicht einfach liegen lassen, das tut mir dann zu weh. Und außerdem kann ich es ja dann gut brauchen. So, da hinten ist die Kapitänin. Oh, die hat war auch ganz fleißig, so wie es aussieht. Liegen die ganzen Sirenen um sie rum. Ich habe auch ein paar erlegt. Kielson steht auf einem Haufen Sirenenleichen und blickt zu euch auf. Ich brauche was zu trinken. Gut, gibt Stiefelchen. Nicht schlecht für einen räudigen, blinden Passagier. Hätte ich euch gefunden, bevor wir aufgelaufen sind, wären das jetzt wohl eure Gedärme an meinem Stiefel. Steckt euren Riechkolben besser nicht in Aschenwindgeschäfte. Denen sitzt der Säbel locker. Okay, also sie ist quasi dankbar, dass ich ihr geholfen habe, aber ihr ist schon klar, dass ich nicht rechtmäßig auf ihrem Schiff war und, naja, halten wir uns mal von ihr fern. Was haben wir denn da noch? Ist das der Finn? Hallo Finn. Oder? Hä? Was ist das? Doch, ist der Finn. Der liegt da irgendwie bedüdelt. Bin ganz Ohr. Hab ich geweint? Lasst uns nie wieder davon sprechen. Oh, mein Kopf, mein Herz. Es fühlt sich an wie eine Mischung aus ausgewachsenem Kater und bitterlichem Herzschmerz. Die gute Nachricht ist, dass ich zu wissen glaube, wo wir sind und wohin das Schiff unterwegs war.
Freihafen. Das ist eine freie Stadt für freie Leute. Die einzige Regel dort besagt, dass es keine Regeln gibt. Da gibt es viele Leute mit Holzbeinen, Augenklappen und exotischen Haustieren. Ist klar, was ich meine? Klingt sehr nach Piratenstadt. Es gibt einen Weg durch die Hügel, der dorthin führt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich noch an den Weg erinnere. Lasst uns gehen. Nur weg von diesem verdammten Sirenenhexenzeug. Ich würde gerne, bevor ich mit dem mitgehe, ich lasse den jetzt mal da liegen, die Quests hier drüben noch abgeben, weil ich wahrscheinlich dann mit dem mitlaufen muss. Und dann mag ich nicht nochmal extra hier zurücklaufen. Und ich glaube, das ist die Inni. Ja? Steht gar nichts dran. Die Freihafen-Inni. Beziehungsweise... Weg mit dir. So. Jetzt sieht man was. Genau hier. Das ist Freihafen. Und hier gibt es noch da die Inni. So, guck mal, ich habe was gefunden. Was kann ich für euch tun? Wir alle haben etwas in den Fluten verloren. Ich hätte nie geglaubt, dass ihr wirklich all diese Sachen finden würdet. Wir haben nicht viel, aber nehmt wenigstens dies für eure Bemühungen. Indem ihr tödliches Lied verstummen lassen habt, habt ihr zahllose Leben gerettet. Was habt ihr denn da? Ist das etwa... Jette nimmt das Medaillon und öffnet es vorsichtig. Tränen sammeln sich in ihren Augen, als sie es wieder schließt und in ihrer Jacke verstaut. Ich danke euch. Lasst euch nicht vom Klappaudermann holen. Was kann ich für euch tun? Syrens Magen knurrt laut. Oh, ihr habt mir das Leben gerettet. Wartet nur einen Augenblick. Die habe ich im Nu gekocht. Dafür gibt es Matrosenpastete. Die macht satt und ich bekomme eine Stunde lang Meisterschaft. Sehr schön. Immer schön auf Kurs bleiben. So. Was ist das hier? War da drüben noch irgendwas? Nö, sieht gut aus. Dann können wir mal schauen, wo der Finn uns hinführt. Hallo, Medi. Du bist aber noch nicht zu Hause, oder? Ist am Handy? So, Finn. Jetzt gucken wir mal. Auftrag ist Auftrag, Kumpel. Also, gelesen haben wir es schon. Und jetzt gucken wir mal, wo der mich hinbringt. Doch, bist du okay. Alles klar. Finn? Ob Blut oder Gott. Oh, okay, der braucht noch ein bisschen Hilfe. Ich will ehrlich mit euch sein, es war schon mal schlimmer. Aber nicht viel. Helft ihm auf. Haltet da draußen die Augen auf. Bin noch ein bisschen tüdelig. Ich sprühe mal den Kopf durch. Gluck, 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 gluck. Ja, schon besser. Los geht's. Sieht aber immer noch bedödelt aus. Dann lass dir den Tee schmecken. Also, wo wollten wir hin? Links? Nee, nee, definitiv rechts. Ich dachte, der weiß, wo es hingeht. Da ist auch noch ein Ra und eine Kiste, Kiste, Kiste. Ist die hier drin? Oh ja. Finn, kannst du mal stehen bleiben? Passt auf! Hey, hier ist das gefährlich! Ihr solltet Wartest du auf mich? Dann hole ich mir die schnell. Er wartet. Hoffentlich wird er nicht gefressen da von dem anderen da. Oh, mein Gepäck sieht wieder sehr voll aus. Ah, die Ressourcen kann ich sehr gut brauchen. So. Yeah!
So, jetzt kann es weitergehen. Finde ja nett, dass er wartet. Früher sind ja die Begleit-NPCs einfach nur zugerannt, haben alles mitgenommen, was ging. Sind auch mitten durch die größten Mob-Herden gelaufen, statt außenrum. Und man selber durfte die dann ihnen vom Hals halten. So, hier gibt es noch eine Quest. Was für ein Marathon. Ich muss die Glieder ölen. Ja, Glieder ölen. Dann holen wir uns doch mal so lange die Quest. Was kann ich für euch tun? Ah, wir sind fast da. Ich kann's spüren. Wart mal kurz, ich nehme hier noch eine Quest an. Dann, warte. Ja, genau. Mal. Eine Reisende? Nur wer lebensmüde ist, würde diesen Weg betreten. Die einzigen Viecher, die noch giftiger sind als die Markschwirre, sind die Sarolisken, die sie den ganzen Tag fressen. Ich bin wegen dem Markschwirre-Gift hier. Naja, ich handle mit Spezialitäten. Meine Kunden sind ganz verrückt nach meinem Produkt. Wenn ihr mir ihre Stacheln bringt, bezahle ich euch dafür. So einfach ist das. Wenn ihr euch nicht scheut, euch die Hände schmutzig zu machen, könnt ihr sie auch in den Saurolisken finden. Okay, machen wir doch. Bin sicher, die dienen einem absolut seriösen. Da, die da. Kuckuck, Eidechse. Ja, die brauche ich auch noch. Pass mal auf, dass er dich nicht frisst. So. Kurz Gepäck freimachen. Glücksbringer, wollt ihr einen? Ach, ich verkaufe die, ich esse die eh nicht. Die kommen auch weg. So. Würden eure Füße gute Pfade finden. Hey. Ja, ich glaube, das hast du vorhin nicht mitgekriegt. Der wurde vorhin von einer Sirene betört. Und das sind jetzt noch die Nachwirkungen. Und eigentlich will er mir den Weg nach Freihafen zeigen, aber ich glaube, der hat gerade ein bisschen Schwierigkeiten. Und torkelt jetzt mit mir hier durch die Gegend. So, oh, soll man die mal alle da holen? Das gefährlich. Ja, dann warte halt einfach auf mich. Echt an mich halten. Ja, du wirst mich retten, wenn irgendwas mich anfällt. Oh, immerhin gab es 6 Stück. Wie viel brauchen wir noch? Ja, fast die Hälfte haben wir. Na, ich glaube, diese Saulisken, das lohnt sich eher wie diese Schwirrviecher da. Die haben nämlich mehr davon dabei. Hey, hier ist das gefährlich. Ihr solltet euch echt an mich halten. Oder du dich an mich? Der läuft nämlich hier einfach nur dumm im Kreis rum und nachher stehen wir wieder bei dem, wo ich die Stacheln zurückgeben muss. Das ist ganz praktisch. Und dann holen wir doch den da noch. Hier drüben. Ja, ich komme gleich. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Kleiner Jagdauftrag. Ah, jetzt ist er abgeschlossen. Sehr gut. Aber ich glaube, der da hinten... den muss ich auch noch wegmachen. Hey, worauf wartet ihr? Du sollst warten. Oder hast du es eilig? Außerdem tut Spazierengehen vielleicht ganz gut, damit du wieder einen klaren Kopf kriegst. So... So, wo sind wir denn hier?
Also wir sind jetzt einmal hier um diesen Felsen gelaufen. Dieses Bling Bling, was ihr hört, das ist mein Gildenjet. Nicht wundern. Schon mal gesehen. Muss der richtige Weg sein. Ja, ich habe das auch schon mal gesehen. Gar nicht so lange her. Habt ihr die Stacheln? Ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Das nächste Mal bekommt ihr von mir einen Sonderrabatt. Was ist das denn mit den Nebengeschäften? Einmal mit Profis arbeiten. Ich find's ja nett, dass er da quasi drauf eingeht, dass ich hier Quests an- und abgebe. So, nimmt er jetzt eine andere Richtung? Also vorhin ist er hier durchgegangen, jetzt geht er hier. Hier ist ein Lager, wahrscheinlich hier von dem Typen. Also wenn man hier sieht, so dieses Gebiet begleitet ihn. Stapft einmal quer durch das Gebiet. Bis er seinen Rausch ausspaziert hat. Letztes Mal war es rechts. Dann muss es ja links sein. Ich schätze, mein Kopf ist langsam wieder im Lot. Endlich. Da sind wir. Freihafen. Er guckt hier auf den Berg. Ja, super. Tolles Freihafen. Ich weiß zufällig, dass Freihafen das hier ist. Riesig. Das ist ein raues Pflaster. Lass besser mich reden. Schaut euch das mal an. Das ist die Piratenstadt. Gebaut aus Schiffen, Hängebrücken. Und ich sag's euch gleich, ich habe hier nicht gern gequestet. Aber wo drückt der Schuh? Für euch. Und natürlich für meine Completionist Manie muss ich da durch. Ich sagte doch, dass ich weiß, wie wir es finden. Was, wie wir es finden, okay? Na, also, da ist es, Freihafen. Wenn ihr bezahlen könnt, bekommt ihr dort alles. Ob ihr mit Gold oder mit Stahl bezahlt, liegt ganz bei euch. Seht es euch an. Benutzt Finns Fernrohr. Schaut niemals zurück. Immer nach vorn. Freihafen steht jedem offen. Im Gegensatz zu Boralos gibt es hier keine Gesetze, welche Schiffe anlegen dürfen und welche nicht. Freibeuter, Söldner, sogar Piraten sind willkommen. Ist also eine recht lebhafte Stadt. Ich habe sie noch nie so brechend voll gesehen. Da braut sich was zusammen. Ich wette, an den Docks finden wir mehr Aschenwindwaffen. Wir müssen rausfinden, wer sie kauft. Okay, vielleicht werden die hier irgendwie... Ist da so ein Umschlagplatz. Mal schauen. Was gibt's Neues? Seid ihr bereit, euch kopfüber für eine... Kopfüber in eine Flangengrube zu stürzen? Teilen wir uns auf. Seht ihr euch an den Docks um und ich schaue, wie wir in die Stadt gelangen. Wenn wir Catherine keine klare Beweise für die Verbindung zwischen Aschenwind und Co. und den Freibeutern von Freihafen liefern, war all unsere Arbeit umsonst. Die Aschenwinds mögen vorsichtig genug gewesen sein, ihre Bücher zu verschlüsseln, doch der Dockmeister hier hat keinen Grund, so vorsichtig zu sein. Durchsucht sein Büro und findet etwas, egal was, das ihn mit Aschenwind in Verbindung bringt. Durchsucht die Aufzeichnungen des Dockmeisters. Seht ihr die mürrischen Kerle in Rot? Das sind die Eisenfluträuber. Die schlimmsten der schlimmsten Halsabschneider und Plünderer, die einer wie der andere. Die Eisenfluträuber würden die Docks nicht bewachen, wenn sie dabei nichts zu gewinnen hätten. Nehmt ihnen doch ein wenig ihre Last ab. Mal schauen, was die bei sich haben. Sammelt Azarit, Entersäbel und zwei Hörner voll Azaritpulver von Halsabschneidern und Kunstschützen.
Das. Augen auf den Horizont. Sobald ihr Beweise habt, dass Aschenwind und Co. diesen Dreckskerlen Waffen verkauft, kommt zu mir auf den Hügel beim Haupttor. Ich war lange weg. Hoffen wir mal, ich habe da drin noch ein paar Freunde. Alles klar. Dann schauen wir mal.